Die Grundmotivation, wie ich das Ehrenamt gefunden habe, war das Erleben von Gemeinschaft. Das Zusammensein mit Menschen, die diese Idee teilen und sich genauso begeistern. Und diese Motivation hat mich extrem weit getragen. Mein Name ist Silvio Clavon. Ich bin 59 Jahre alt und von Beruf bin ich Polizeibeamter. Als Trainer in einem Kampfsportverein und beruflich als Polizist ist man vertraut mit dem Spannungsfeld, sich körperlich auseinanderzusetzen, und man kennt ganz genau auch die Grenzlinien. Und ganz, ganz wichtig, dass natürlich gerade junge Menschen da eine Chance brauchen, das lernen zu dürfen. Volle Aufstellung! Was ist Gewalt? Was sind Warnsignale? Wie kann ich deeskalieren? Bis hin letztendlich, dass sich Kinder auch zur Wehr setzen. Wir haben, glaube ich, hier alleine im Süden Sachsen-Anhalts, hier im schönen Burgenlandkreis, mit diesem Projekt über 4000 Kinder erreicht. Mein erstes Ehrenamt habe ich im Sportverein Drosdorf wahrgenommen. Eine kleine Sportgruppe, das waren alles Jugendliche, und habe mit denen gemeinsam Volleyball trainiert. Zur Wende wurde eine Abteilung asiatischer Kampfsport gegründet. Dort war ich dann Trainer, sind nach Zeitz gezogen und haben dort die Kampfsportgemeinschaft Zeitz gegründet. Inzwischen trainieren ja hier fast 400 Mitglieder. Ich bin hier Trainer in einer Vorschulgruppe, Trainer in einer Jugendgruppe, bin Vereinsvorsitzender und habe 30 Jahre lang als Präsident des Jiu-Jitsu Sachsen-Anhalt fungiert und 6 Jahre als Vizepräsident beim Deutschen Jiu-Jitsu-Verband. Alles im Ehrenamt, alles neben meiner beruflichen Tätigkeit nebenbei. Das Ehrenamt ist etwas, was aller Ehren wert ist. Für mich persönlich steckt darin Zufriedenheit, Erfüllung. Ich kann mitgestalten. Es ist etwas sehr, sehr, sehr Befriedigendes. Da liegt oftmals auch der Begriff vom Glück gar nicht so weit weg. Und das ist etwas, was mich glücklich gemacht hat und immer noch macht.